Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei wunderschönen Folge Metro 2033. Wir haben jetzt schon den ersten Gesellen hier unten ein bisschen ja um die Ecke gebracht. Wir wollen mal versuchen, hier ein bisschen sneakier vorzugehen. Eventuell. Ist aber nicht einfach. Was? Ach, Manu. Na, mal sehen, ob ich den jetzt hier hinten... Mal sehen. Dem gemacht. Warum schießen die denen an? Was? Ach komm, bist du. Geht einfach einfacher. So, jetzt reicht's. Kann nicht wahr sein. Und schließe ihre eigenen Leute hier noch um. Also, denen ist ja gar nichts heilig hier. Kann ja nur auch nichts für. So, ich hab's versucht. Kann man mir nicht vorwerfen. Thank you.
Chat macht sich schon wieder über mich und meine Spielweise lustig. Weiß gar nicht warum. Ich hab's ja versucht mit Schleichen, aber wollte ja nicht. Seht ihr, Matthias versteht mich. Ich gehe absolut Stealth, aber halt so, dass mich keiner mehr sehen kann. Also weil keiner mehr lebt, der mich sehen könnte. Das ist doch auch in Ordnung. Dann ist er auch Full Stealth. Weil, ne? Chat hat immer zu meckern hier. Ist ja furchtbar. Sagt, ich mach's mir unnötig schwer. Weiß zwar noch nicht mit was, aber ich mach's mir anscheinend unnötig schwer. Ich habe auch extra laut gemacht, aber er kommt ja nicht. Ja, du musst ja nicht nichts sagen oder ruhig sein, aber du könntest ja sagen, was ich besser machen oder anders machen könnte. Dann kann ich ja immer noch überlegen, ob das zu mir passt. Noch. Stimmt, wenn ich Annas Quest spielen würde, hätte ich das Problem mit der Muni nicht. Aber ich habe auch so kein Muni-Problem, glaube ich gerade. So, naja. Ich will es ja eigentlich ein bisschen mehr stealthy machen, aber... What the...
Teleskopen oder was? Fuck hast du da? Okay. Den Scheißer finden wir. Ich habe auch schon vorher ordentlich gezielt, aber hier habe ich es halt. Hier so viel zum Thema ordentlich zielen. Das war ganz genau auf dem Kopf. Und er ist zweimal durchgegangen. So ein Quatsch. Also willst du mich doch verarschen zum dritten Mal? Willst mich doch verarschen. Hier. Sein. So. Das kriegen wir nicht auf. Nur, wozu habe ich meinen Laser-Pointer sozusagen, wenn ich dann doch immer über Kimme und Korn machen muss? Das ist ja Quatsch. Ich brauche den Laser-Pointer nicht. Kann ich mir den auch sparen? Also ich weiß, dass der eine grobe Richtung eventuell bloß darstellen soll und so weiter, aber wenn die grobe Richtung dreimal am Kopf vorbeigeht, dann wird es schwierig. Okay, kann ich ihn mitnehmen? Haben wir schon genug? Behalte ich lieber die andere. Die Schrot hier, die ist schon. Ne? Die kann man mal nehmen. Also mal gerne. Wie stehst du da? Ja, gut. Na, mach es gut. Oh, schön, dass du da warst. Also ich habe jetzt angenommen, dass bei so einer kleinen Wumme hier, dass ich da, weil er hält sie ja auch so schon mit zwei Händen, ja, wie man hier sieht, ja, weil Chat gerade sagt, naja, mit Kimme und Korn hält er sie genauer. Also sorry, die Handhaltung an sich verändert sich fast gar nicht.
Also von der Stabilität her eigentlich überhaupt nicht. Also ich verstehe, dass der einen Rückschlag hat und so weiter als Revolver und so weiter oder jede Knarre. Aber für das erste Drücken muss das funktionieren. Sorry. Also, aber naja, gut. Ich habe noch nie selber eine Knarre abgefeuert. Wen hast du mitgebracht, Bastard? Ich wollte hier noch gar nicht hin. Antworte, du Mistke. Sonst erschieße ich dich. Oder Hypokrit? Tjom! Wir zum Teufel! Oh. Nicht umbringen. Ja, gut. Da ist Bourbon tot. Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Bist du Miller? Bist du Miller? Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen Wien. Mein Name ist Khan. Ah. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald aufwachen. Und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich nicht. Gehe zurück zur Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Ich komme ja gleich mit. Aber lass mich erstmal suchen. So, ja, ich komme ja schon. Eine kluge Entscheidung. Ja, Ningelfried. Khans Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Khan versicherte mir, dass Bourbons Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Schade. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was mir angucken, aber ja. So. Okay. Ja, also weil ich es gerade nochmal im Chat sehe. Natürlich weiß ich das, dass das in vielen Spielen so ist. Ja, aber dann muss mir das Spiel das auch zeigen. Das ist mir wichtig. So, jetzt stell dir vor, das wäre der erste Shooter, den du spielst. Und nicht, du hast schon 20 davor gespielt. Dann wäre es mir an der Stelle wichtig, dass das Spiel einem das zeigt. Und wenn die Handhaltung die gleiche ist, ob ich so mache oder so mache, und die Waffe an sich kein großes Verziehen hat, wenn ich die Maus in Ruhe lasse, dann muss ich davon ausgehen, dass sie beim ersten Schuss genau ist. Dass sie danach sonst wohin geht, ist klar. Das ist mir völlig logisch durch den Rückstoß. Aber bei jedem anderen normalen Shooter hast du so eine Waffenbewegung dann irgendwie mit drinne gehabt, die dir dann zeigt, wird ein bisschen ungenau. Und wenn du es dann Kimme Korn-mäßig machst, wird es genauer. Und dann bewegt er sich auch weniger. Das ist das, was mir hier fehlt. Ich versuch's ja immer aus der Sicht zu sehen, du spielst das A zum ersten Mal, du spielst vielleicht das Genre zum ersten Mal und so weiter. Und klar ist ein Laserpointer Blödsinn, aber also auf einem Revolver. Andererseits, wir befinden uns hier anscheinend gerade in irgendeiner verstrahlten Geschichte und müssen uns gegen Monster verteidigen. Also, wie real können wir da sein? Das ist immer so eine Frage. Ja, mein Gott. Ich finde es halt nur komisch. Also, weil dadurch machst du dir das Sichtfeld kaputt. Und du hast aber nicht das Gefühl, dass es notwendig ist, dass du es machen musst. Aber ist egal. Wir wissen es ja jetzt alle, dass wir eigentlich immer mit Kimme und Korn hantieren müssen. Deswegen lassen wir es erstmal. So, trockene Station, Eintrag 2. Es scheint, dass Männer wie Bourbon mit einer Schlinge um den Hals geboren werden. Sie verbringen ihr Leben damit, am Abgrund zu wandeln, riskieren jeden Tag alles. Und sie glauben, das ewig so durchzuhalten. Aber den Tod kann man nicht betrügen.
Wenn man es sich zur Gewohnheit macht, den Abgrund entlang zu wandeln, stürzt man eines Tages ab. Warum erzähle ich mir das alles? Um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich nicht an seinem Tod schuld bin? Dass es früher oder später ohnehin so gekommen wäre, weil er das Schicksal selbst so ausgewählt hat? Nein. Ich mache das, um diese kleine Stimme in meinem Kopf zu ersticken, die mir ständig vorwirft, dass ich ihn hätte retten können. Dass ich sein Leben irgendwie hätte ändern können. Immerhin war er ein ziemlich bösartiger Mann. Nie sind wir es selbst. Es ist immer die Welt, in der wir leben. Und mit welchem Recht kann Khan denn überhaupt über ihn urteilen? Gute Frage, wer ist dieser Khan? Und was hat er vorher mit Bourbon schon zu schaffen gehabt? Tja, mal sehen, wann wir das eventuell erfahren werden. Und auf welche Art und Weise natürlich. Gut, aber jetzt befinden wir uns erstmal im Hier und Jetzt. Und können hier anscheinend nicht mehr viel machen. Da klopft es immer mal noch ein bisschen. Okay. Kann man eigentlich diese... Warte mal. Haben wir nicht... Warum hat der... Das ist immer sonst, wenn ich M drücke, hat er auch das Journal auf der rechten Seite. Oder das jetzt nicht. Ich hasse solche inkonsistenten Spiele jetzt mal ganz im Ernst. Gib mir doch jetzt mal das Journal auf der rechten Seite. Da muss ich erst wieder lang gedrückt halten. Das musste vorher nie und dann ging es mit Scrollen auch nicht. Wie gesagt, ich hasse solche inkonsistenten Sachen. Gut, dann beenden wir erstmal die Folge, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.